So, willkommen zurück. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem, was ich schon gesagt habe, mit dem üblichen. Wie viele Rennsiege haben wir jetzt eigentlich? 6 haben wir nämlich schon. Sehr schön. Packen wir da noch eine oben drauf. Ich habe noch keine Radarfälle gemacht, fällt mir gerade auf. Ach, daran muss ich dringend was ändern. Und mit wem könnte ich das... Moment. Hä? Unser Porsche wurde schon einmal abgeschleppt, der war drunten, liegt unten rechts ein Kreuz. Da bin ich mir 100% sicher, da war ein Kreuz. What the fuck? Was geht hier vor sich? Muss nur kurz das... Hier, ich will... Ach, so ging das, genau. Genau, die standen aber noch aus. Okay, dann stimmte das wenigstens. So. Ja, ein bisschen merkwürdig. Wo geht die lang? Okay. Und die? Oh ja, die ist ekelhaft. Auch nicht besser. Probieren wir erstmal die hier. What the fuck? Und da fährt das nächste kranke Auto mit. Was eigentlich hier überhaupt nicht reingehört. Kann es sein, dass ich gerade irgendwo anders lang gefahren bin? Nö, überhaupt nicht. Oh, der eine ist aber ordentlich hingeblieben. Nein, das war überhaupt nicht die falsche, die andere Strecke, die ich genommen habe. Eine freie Einheit. Wetten, es kommen gleich 20? Mit unserem Porsche ist das ein bisschen problematisch. Denn der ist ja schon ein bisschen vorbestraft. Eigentlich, dachte ich zumindest. Aber irgendwie offenbar doch nicht, weil... Offenbar ist das Kreuz jetzt wieder weg. Weiß der Geier warum. Boah, wo ist die Radarfalle? Oh nein, sie ist genau da. Scheiße. Bisschen vorher gehen die Mauer gedutscht. Naja, gut. Wo führt das denn noch hin? Ich weiß nicht, was soll das bedeuten. Ach so, da schon das Ziel. Na gut, dann Moment mal. Was? Schockschwere Not. Verloren. Alles klar. Alles klar. Kommt so etwas unerwartet? Wo haben die denn... Oh, shit. Armer Porsche. Ich meine, wo haben die denn da noch eben die Geschwindigkeit rausgerissen? Wenn die so schnell... Wenn der eine angeblich so viel schneller war als ich, wieso war ich denn das ganze Rennen dann vorne? Hoppala. Was ist denn das für eine Route? Völlig neue Wege, hier war ich ja wirklich noch nie. Völlig neue Wege, die sich einem hier eröffnen. Alex Hölzle. Ist das hier Kanalisation? Diese Blendeffekte, damit kann man es auch übertreiben. Uff,
Wow. Porsche, jetzt reicht's aber mal. Genug der Querlenkung. Das war der bisher abgefuckteste Streckenabschnitt, den ich hier gefahren bin. Und da unten eine Mautstelle war, bin ich mir sehr sicher, dass wir da nochmal hin müssen. Eine krasse Route. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Will ich aber auch eigentlich gar nicht wissen. Das hier kenne ich ja von gerade eben noch. Oh. Oder auch nicht. Da vorne ist sie. Hab ich auch noch nicht erlebt. Vor allem mein Porsche kommt gerade überhaupt nicht mehr auf Touren. Was soll das? Nimm doch nicht jeden Mast mit. So, an dem Typ davon müssen wir jetzt mal ein bisschen dranbleiben. Doch nicht so. Das sollte reichen, ne? Ja. Gott sei Dank. Wie viel abbrechen? Ja. Falsche Nummer. Na, endlich mal kleiner Vorsprung. Ach, K9 ist wieder dabei gewesen. Wer immer das auch war. Das war doch bestimmt... Hier, der da. Da, das war doch die. Der rosa Porsche. Aus der berühmten rosa Fraktion. Gut, damit haben wir die Rennsiege. Aber wir sind hier noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Nein. Komm, machen wir gleich nochmal eine drauf. Wird das halt ein Radarfallen-Video. Wo will er denn hin? Na, das überlassen wir mal ihm. Er hat ja genug eigene Probleme. Oh je, da ist die. War bestimmt mehr drin. Naja. Wo ist sie? Ach so, immer noch weiter weg. Ah, werde ich hier von der Merv wieder verarscht. Na, das ging bestimmt besser. Wo liegt die da? Ah, nicht schon wieder so eine Scheiße. Klar ist er jetzt schon wieder 2 Sekunden weg, ne? Ist klar. Wo denn? Wo war denn die?
Naja. Gut, dass die auch einen Unfall bauen können, das brauche ich mir schon mal ungemein. Oh Gott, liegt die ekelhaft. Where's the fucking target? Where's the fucking finish? The aim? The whatever? Oh, there it is. Oh ja, machen wir wieder einen Abflug? Wollen wir es nochmal sehen? Na klar, wollen wir es sehen. Wunderschön. Oh ja! Ich meine, wer kriegt das schon hin? Moment mal. Ey, das ist ja... Was ist denn das für eine Firma hier? Was ist das für eine Firma hier? Oh, Rückspiegel. Ich kann es nicht genau sehen. Wegen diesem dummen Rückspiegelteil. IT Ironworks Co. NFS Most Wanted. Cool. Schön. Okay. Und noch mehr Geld. Ja, ich versuche die nochmal. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich die dann doch verloren habe. Mit doch einigem Rückstand. 50 oder 60 km/h waren es ja dann doch. Ne, der ist jetzt echt gegen den Pfosten. Vor allem, was mache ich denn da? Oh, Moment. Ne, so geht das nicht. Die Route ist aber auch echt komisch. Sag mal, jetzt reicht's aber langsam. So, jetzt. Nochmal. Was ist das für ein blöder Anfang eigentlich? Wer hat sich das ausgedacht? Oh ja, sehr schön durch den Kreisel. Und jetzt auf die Tube! Oh Mensch, nee! Etwas übermütig. Ein Fiat Punto überholt mich. Welch Schmach! Ein irgendwas überholt mich. Welch Schmach! Bremst mich wahrscheinlich gleich wieder aus. Ich bremse mich selbst, geht auch. Natürlich. Ja, damit habe ich es wahrscheinlich schon wieder verschissen. Ja, okay. Nee, das hat keinen Sinn. Irgendwie bin ich für diese Strecke nicht gemacht. Ich bin einfach zu doof. Das ist sehr traurig. Aber kann man wohl nichts machen, ne? Dann packen wir noch mal eine Mautstelle drauf, komm. Schönes Intro.
Ja, ich wollte sagen, das wie so die Kurve war härter, als ich jedes Mal annehme und auch härter, als ich dieses Mal angenommen habe. Dass ich immer so unfähig bin, aus meinen Fehlern zu lernen. Aus mir wird wohl nie was werden. Das war unnötig. Ich frage mich ja, ob ich anhand der geilen Soundtrackliste nicht die Musik demnächst etwas lauter stellen soll. Weiß ich noch nicht. Weil bisher glaube ich, dass man hört sie, aber sie ist was ein klein bisschen zu leise, glaube ich. Ich glaube, ich höre sie lauter, als ihr sie dann später in den Videos hört. Und solche Lieder gehören einfach angehört. Und zur Geltung gebracht. Weil ich behaupte mit Fug und Recht, dass sowas mehr in ein Spiel gehört, als dieser kanadische, gut aussehende junge Mann, der, naja, dessen Publikum halt zu 99,9% aus dem anderen Geschlecht besteht. Denn ich glaube, wenn der hierzu Musik machen würde, dann würde jeder, der ein bisschen Verstand hat, das Spiel sofort in den Mülleimer werfen. Schade, jetzt kommt andere Musik. Na egal. Okay. Also, dann gibt es jetzt nochmal eine kurze Pause. Und, ja. Bis zum nächsten Mal.